Also Uni läuft bei mir. Ich sehe immer noch aus wie ein Pfannkuchen. Hi. Oh mein Gott. Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Uni-Vlog. Wer mich noch nicht kennt, hi, ich bin Hannah und willkommen auf meinem Kanal. Heute ist Dienstag, der 12. Mai und ich habe heute nur eine Vorlesung. Ich habe heute visuelle Kommunikation für 3 Stunden. Das ist noch relativ entspannt. Morgen ist dann aber, glaube ich, wieder ein langer Tag und am Donnerstag ist wieder nur ein kurzer Tag. Also es ist, glaube ich, die nächsten 2 Wochen mega entspannt. Ich weiß gar nicht, wieso. Oh mein Gott, in 14 Tagen muss ich meine Hausarbeit abgeben und ich habe gerade mal ein Drittel. Ich schreibe gleich mal meiner Gruppe. Was ich auch noch sagen wollte, ich habe in einem, ich weiß gar nicht, in welchem Vlog das war, ich glaube im letzten Uni-Vlog, da habe ich doch irgendwas erzählt von wegen, ich hatte ein Gespräch mit meinem Dozenten bezüglich meiner Forschung, meinem Booklet. Und ich so, ja, aber das ist eh nichts Wichtiges. Also da bespreche ich nur quasi kurz, wo ich bin und bla bla. Turns out, es fließt in die Benotung mit ein. Also wie wir dieses Gespräch führen und unsere Ergebnisse vorstellen. Ich hatte zum Glück wenigstens noch ein Handout gemacht und habe ihm das vorher geschickt. Aber dieses Gespräch war halt 15 Minuten. Also es ging super, super schnell. Und ich habe einfach nur so runtergerattert, was ich halt hatte. Also er hat gesagt, es war voll gut und das sind gute Ansätze. Und das könnte ich nochmal gucken und machen und tun. Ich so, oh mein Gott, das sind einfach 10 Punkte. Also quasi ein Zehntel von der Hausarbeit. Wir drücken jetzt einfach mal die Daumen, dass das gut lief. Ich habe noch 20 Minuten Zeit. Wir sprechen mich jetzt mal mit einer Gruppe. Und ich muss eh noch so einen mini kleinen Absatz von der Hausarbeit schreiben. Irgendwas mit Branchenkonventionen. Da habe ich ewig lange überhaupt nicht verstanden, was ich da überhaupt schreiben soll. Genau, das mache ich jetzt noch kurz. Und dann fängt die Vorlesung an. Leute, ich verstehe es nicht. Ich bin eigentlich so eine organisierte Person. Jetzt habe ich gerade herausgefunden, erstmal, wir haben nicht visuelle Kommunikation, sondern verbale Kommunikation. Und wir haben visuelle Kommunikation heute Nachmittag. Das heißt, wir haben bis 17.30 Uhr Uni. Ich dachte, wir haben bis 12 Uni. Meine Tagesplanung ist jetzt offiziell im Arsch. Kein Thema. Oh mein Gott, ich verstehe nicht, warum ich das nicht hinkriege. Wirklich, ich bin eigentlich so organisiert und dauernd mit der Uni verkacke ich irgendwelche Informationen. Das macht mich richtig sauer. Und jetzt funktioniert mein Internet nicht. Ich kann nicht mal die Vorlesung angucken. Also seit dieser ganzen Krise hier in Deutschland ist mein WLAN komplett am Arsch. Wofür zahle ich für eine 500er Leitung? Also ich habe es erstmal probiert mit meinem Hotspot, aber ich kann ja jetzt nicht heute 6 Stunden meinen Hotspot benutzen. Also Uni läuft bei mir. Mal gucken, wie viele Gigabyte ich noch übrig habe, um zu gucken, ob ich meinen Hotspot hier machen kann. Aber das fuckt mich schon wieder so ab. Ja, Friends, also mein WLAN funktioniert halt leider gar nicht. Ich habe auch überhaupt nicht mitbekommen, wann wir uns jetzt quasi wieder in dem Call treffen. Wir haben irgendeine Aufgabe bekommen, die ich aber auch nicht mitbekommen habe. Heute läuft Uni nicht so, deswegen, ich habe jetzt mal den Mädels geschrieben, so, hey, wenn die fragt, gib einfach Bescheid, mein WLAN funktioniert nicht. Also es war absolut nicht super wichtig, was wir da gemacht haben in der Vorlesung, zumindest meines Erachtens und des Erachtens der anderen Mädels. Deswegen, ich hoffe, es ist jetzt nicht mega schlimm, dass ich das jetzt nicht mitbekomme. Ich hoffe, dass es dann später, ich habe um 3 meine zweite Vorlesung in Kommunikationsstrategie Produkt und ich hoffe, dass es da wieder funktioniert, weil das ist mir super wichtig, weil da schreiben wir dieses riesen Booklet drüber. Da hat er irgendwelche neuen Sachen reingeschickt in die Gruppe von Sinus Milieu. Und ich bin so, I don't know what you're talking about. So, da wäre ich dann gerne anwesend, um das alles zu verstehen. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Stündchen und ich glaube, in der Zeit dusche ich vielleicht tatsächlich auch mal, weil ich sehe immer noch aus wie ein Pfannkuchen. So, Freunde, ich habe mich jetzt mal fertig gemacht. Wir haben auch gerade schon ein paar Fotos gemacht. Ja, die Vorlesung ist vorbei. Wie gesagt, ich habe halt die letzte Stunde komplett verpasst. Und ich habe dann gesagt, ach ja, Kommunikationsstrategie, bla bla bla. Ich weiß nicht, wo mir heute der Kopf steht. Ich habe heute keine Kommunikationsstrategie. Ich habe später noch visuelle Kommunikation. Ach, liebe Leute, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie total verwirrt. Das ist so komisch, weil ich bin eigentlich so organisiert und habe immer voll den Peil. Und wenn es um Uni geht, bin ich komplett aufgeschmissen. So, es ist jetzt ein bisschen später. Philipp ist gerade unsere Einkäufe abholen. Ja, eigentlich genau jetzt. Beginnt meine zweite Vorlesung. Visuelle Kommunikation, die geht auch nochmal 3 Stunden. Ja, ich schaue mir das Ganze am Laptop an und nicht am Schreibtisch, damit ich nebenher gleich noch kochen kann, wenn Philipp mit den Einkäufen wieder da ist. Ja, aber heute ist auch schon wieder so ein dunkler Tag draußen. Und ich bin eigentlich so, oh, ich will eigentlich nur im Bett sein und ich bin auch richtig müde. Aber mal sehen, ob mein WLAN jetzt wieder funktioniert und ob wir was Interessantes lernen, ne? Der Call geht los. So, ich habe mir jetzt Pizza gemacht und heute geht es ums Thema Logo. Ich habe keine Ahnung, was da gerade läuft. Ich habe nicht zugehört. Die Vorlesung geht weiter. Ich hatte gerade kurz Pause und man sieht Philipp im Hintergrund. Hi. Es geht immer noch um das Thema Logo. Ich habe eine halbe Seite geschrieben. Und literally,
hätte ich einfach nur diese, es sind 4 Kriterien, wie man ein Logo bewertet. Und die habe ich mir einfach gescreenshottet aus der Präsentation, die er hochgeladen hat. Das hat ungefähr 10 Minuten gedauert, sagen wir mal, mit Durchlesen und Verstehen und nochmal kurz drüber nachdenken. Unsere Vorlesung geht aber 3,5 Stunden. Why? Das habe ich schon in der Schule gehasst, wenn die Lehrer nicht gesagt haben, so Leute, das ist wichtig, das müsst ihr können, hier sind noch 1, 2 Beispiele, wer Fragen hat, meldet euch. Stattdessen wird immer Stunden über Stunden über Stunden über das Gleiche geredet. Wirklich, ich mag sowas nicht. Also ich meine, es gibt bestimmt Menschen, die dann so 1000 Beispiele möchten und das auch so toll finden, aber ich denke mir einfach nur so, Leute, das ist doch Zeitverschwendung. Also ich weiß ja nicht, ich schreibe es gerne mal in die Kommentare, wie ihr in so einer Vorlesung drin sitzt, ob ich irgendwas falsch mache, ob ich irgendwie nicht richtig bewerte, dass das irgendwie nicht wichtig ist oder so, ob ich das irgendwie falsch verstehe, I don't know. Aber ich denke mir halt so, man könnte das literally auf eine halbe Stunde bis Stunde kürzen, die meisten Vorlesungen. Und die gehen halt 4 Stunden oder so. Oh. So, Vorlesung ist jetzt für mich vorbei. Also sie geht offiziell noch knapp eine Stunde, aber ich habe mir jetzt einfach das Skript runtergeladen und mir selbst zusammengefasst. Und heute ging es um Logos, habe ich euch schon 3-mal gesagt. Und dann ging es um Bild und Text und wie das quasi fürs Gehirn ist und wie das aufgenommen wird und psychisch und eine Text-Bild-Beziehung. Und was es da für verschiedene Beziehungen gibt zwischen Bild und Text und die Gestaltungsprozesse von Bild, Text, Medien. Das war quasi das heutige Thema und ich habe mir das jetzt alles zusammengefasst. Ich verstehe das ganz gut, aber so richtig für die Hausarbeit brauchen tun wir das nicht hundertprozentig. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt okay, dass ich mir jetzt nicht noch die ganzen Beispiele der nächsten Stunde anhöre. Ich will überhaupt nicht doof klingen, weißt du, dass ich so irgendwie sage, so, das interessiert mich alles nicht, weil ich bin so krass. Das Ding ist halt, dass ich die letzten 2 Jahre und vor allem letztes Jahr komplette Freiheiten hatte. Also ich war mein eigener Boss, ich habe mir alles selbst beigebracht. Ich bin sehr zackig und schnell und das habe ich jetzt halt in der Uni nicht. So, jemand anderes sagt mir, was ich tun und lassen soll. Jemand anderes bestimmt jetzt halt das Tempo und was ich tun muss und wie es funktioniert. Und das ist halt für mich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Das Leben, was ich mir aufgebaut habe, war genauso, wie ich es wollte, sodass ich alles allein entscheiden kann, dass ich die Geschwindigkeit allein entscheiden kann, die Themen, wie lange, wie oft, was auch immer. Und das wurde mir jetzt halt quasi so genommen, sage ich mal. Also ich meine, es war einmal eine freie Entscheidung, aber deswegen struggle ich da halt so ein bisschen, weil ich glaube, jeder hat halt so einen anderen Lerntypen. Und ich bin halt jemand, der sehr schnell Dinge begreift und dann lieber selbst macht und sich das beibringt, als dass man sich 100 Beispiele anhört. Ja, jetzt ist Uni für heute erstmal vorbei und ich glaube, in einer Stunde kommt dann Luisa vorbei und wir nehmen noch eine Podcast-Folge auf. Freue ich mich auch so drauf. Oh, ich habe jetzt noch die Wäsche aufgehangen, war mit Henry draußen und mein Liebster zockt jetzt in seiner neuen Zockerecke. Ich hoffe, ihr habt alle das Makeover gesehen. Ich chill jetzt noch so eine halbe Stunde, bis Luisa kommt und wow. Luisa kommt mit ihrem Freund, also mit Felix und wir überlegen, ob wir heute eine Podcast-Folge zu viert aufnehmen, also mit unseren Boyfriends. Mal gucken. Also wer es noch nicht wusste, wir haben den Podcast, der ist Growing Up is Hard und gibt es auf Spotify, auf Apple, beziehungsweise halt wie heißt denn das? Apple Podcast und auf Podcaster. Genau. Da sind schon ganz viele Folgen online und jeden Sonntag kommt eine neue Folge dazu. Und ja, wenn ihr Lust habt, hört da gerne mal rein. So, Podcast ist aufgenommen. Ich habe jetzt auch schon gekocht. Ich habe richtig geiles Curry jetzt. Zeig das mal. So, das ist mein Curry. Es sieht irgendwie kommt das Curry gar nicht rüber, dass es gelb ist, aber es ist irgendwie so Curry und es ist sehr lecker. So, Friends, es ist jetzt auch schon irgendwie, ich glaube, 1 Tag oder 2 Tage später. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es ist zumindest heute Mittwoch. Ich würde den Vlog jetzt auch an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dabei zu sein bei einem weiteren Uni-Vlog. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne abonnieren und dann sehen wir uns mit meinem nächsten Video wieder. Tschüss!